Hallo? Hallo? Ja. Guten Abend, Darmstadt. Ich freue mich, hier zu sein, in der Wiege des Science Labs sozusagen. Bitte? Zu leise? Ach so. Ja, ich versuche mal die erotische Stimmung, die Frau Heinemann schon treffend erzeugt hat, ein bisschen einzufangen mit meinem Vortrag. Auf die Größe kommt es an. Erstmal natürlich zu mir einer Person, wie so viele vorher, als Selbstoffenbarung. Ist das Ding an? Kann das sein, dass das nicht geht? Dann mache ich es einfach hier, das ist kein Problem. Wie gesagt, zu meiner Person als Selbstoffenbarung. Ich muss sagen, es ist einer der ersten Science Slams, wo ich noch keine Physiker gesehen habe. Gibt es überhaupt Physiker hier heute Abend? Ah ja, eins, sehr schön. Das bleibt auch so, ich bin nämlich selber auch kein Physiker. Denn ich gehöre zu der Spezies, die den Physikern vielleicht auch nahesteht. Und zwar gibt es da ja zwei, zum einen gibt es die Chemiker. Die Chemiker überlegen sich ganz lange, machen ein Experiment und planen ganz vorsichtig und dann überlegen sie sich am Ende, warum kommt dann eigentlich nichts raus. Dann gibt es die Biologen, die machen eigentlich erstmal was und überlegen sich im Nachhinein dann ihr Modell dazu, um das Ganze dann zu erklären. Wenn sich die Biologen einen Kittel anziehen, kommt ein Biochemiker dabei raus und das ist auch das, was ich eigentlich bin, sozusagen. Ja, worüber ich aber reden möchte, das Biochemie ist auch ein bisschen über die Physik, da die Folie. Allerdings, ich habe schon gelesen, Hirn statt Darmstadt, deswegen kommt es ganz gut hin, dass ich auch über das Gehirn rede. Wenn wir das Gehirn reden, ist es ein bisschen kompliziert, kann man schwer verstehen. Womit kann man das Gehirn am besten vergleichen? Wenn man es richtig überlegt, ist hier mal klar, ein Auto natürlich. Zum Beispiel wie dieser schöne VW. Denn was ist das Gehirn, wenn wir es angucken? Wir wollen es untersuchen, zum Beispiel, man kann das Verhalten, die Psychologie oder wie kann man es manipulieren. Beim Auto auch ganz aktuell, ne? Wie sieht das aus, was macht es und wie kann man es manipulieren. Aber das ist sozusagen alles ein bisschen oberflächlich, deswegen interessiert mich das eigentlich auch nicht wirklich, sondern was ich viel mehr wissen will, ist, wie ist das Ganze aufgebaut? Der Aufbau vom Gehirn, die Funktion, aus welchen Teilen besteht das, wie ist das Ganze vernetzt? Und das ist im Prinzip beim Auto, welche Teile sind das und was machen diese ganzen Teile eigentlich? Wie funktioniert dieser ganze Zusammenhang? Und wenn wir da reingucken, sehen wir diese einzelnen schönen Teile. Das sind sogenannte Neuronen, Gehirnzellen auch genannt. Und davon hat der Mensch ziemlich viel. Wie viele haben wir davon? Schätzen wir mal. Wie viele Neuronen? 100 Milliarden. 10 Millionen, das ist viel zu wenig. Im Kopf haben wir ganz, ganz viele und zwar 100 Milliarden Stück. Pro Person in jedem Kopf, das bedeutet, wenn wir diese Neuronen alle aneinanderlegen würden, können wir von hier bis in die USA eine Kette bilden. Allerdings nur in eine Richtung. Das heißt, das Signal würde nicht zurückkommen, aber das ist hier bei der USA öfter der Fall. Witzigerweise haben alle Menschen gleich viele Neuronen. Also hat dieser Herr genauso viele Neuronen wie zum Beispiel dieser Herr. Aber die Frage ist natürlich, unterscheidet denn diese Leute? Denn offensichtlich gibt es da ja Unterschiede und zwar ist das, wie sind die vernetzt, wie sind sie aufgebaut? Da gibt es da ganz viele pathologische Krankheitsbilder, zum Beispiel diese Krankheit, alle vielleicht bekannt und das sind keine schönen Sachen, und diese andere Krankheit, die, Alzheimer, genau, danke, ich vergesse es immer. Nein, eigentlich gar nicht witzig, ziemlich bescheuerte Sache das Ganze, was da passiert. In den Neuronen lagern sich einzelne Teile, Moleküle, wir sagen auch Proteine dazu, lagern sich ab und die sorgen dann dafür, dass das Ganze nicht mehr funktioniert und das ganze Neuron ist dann am Ende kaputt. Wie kann man sich das Ganze jetzt etwas vorstellen? Nun als kleine Analogie dazu, das ist unser Kühlschrank in unserer WG. Wenn wir in diesen Kühlschrank mal reingucken, fällt eine Sache sofort auf. Richtig, da steht eine Tüte Milch drin. Und wenn wir uns diese Tüte Milch mal genauer angucken, nein. Wie das in WG-Kühlschränken nun mal so ist, ist diese Tüte Milch schon etwas länger da drin. So, wahre Geschichte. Und wenn wir die Milch dann nochmal angucken, was passiert dann mit dem Protein der Milch, das ist dann so ein bisschen käsig einfach so. Ne? Das Ähnliche ist im Prinzip dann auch mit den Gehirnzellen passiert und deswegen funktioniert das Ganze nicht so. Allerdings können Gehirnzellen auch durch andere Einflüsse sterben. Zum Beispiel auch einfach durch gewisse Zellgifte, Genussmittel sozusagen. Wer jetzt schuldig auf seine Flasche guckt, genau, aber keine Angst, alles normal. Externe Einflüsse können dazu beitragen, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert oder eben auch fehlende Benutzung.
applausberechtigt. Schauen wir uns das hier mal genau an. Wenn wir da dann jetzt mal reinzoomen, dann sehen wir als erstes dieses schöne Netzwerk von den ganzen Neuronen. Und das sind wir schon ein ziemlich schöner Maßstab. 0,1 mm kann man sich nur ungefähr vorstellen, eigentlich das ganze Bild ungefähr. Wenn wir jetzt noch näher reinzoomen, kommen wir zu einem Bild, das ist eigentlich nur so ein Modell. Da sehen wir die genaue einzelne Vernetzung, was so aussieht wie zwei Alien-Tentakel, heißt eigentlich Synapse. Und das ist das, wo zwei Neuronen miteinander kommunizieren. Das ist 0,0003 mm oder auch 0,3 Mikrometer, 300 Nanometer. Das ist einfach dann die nächste kleine Einheit, um das Ganze besser zu beschreiben. Da das unfassbar klein ist, müssen wir das untersuchen. Da kommt jetzt der Donut ins Spiel. Was hat ein Donut mit dem Gehirn zu tun? Nun, das Problem ist, wenn wir Biologen oder Biochemiker was untersuchen, wir müssen es vergrößern. Zum Vergrößern nehmen wir ein Mikroskop. Das Mikroskop, wir schauen da rein, wir sehen nichts, denn wir brauchen Licht. So, Licht im Mikroskop. Aber das Problem ist, um solche kleinen Sachen zu untersuchen, ist das Licht zu groß. Was heißt jetzt, das Licht ist zu groß? Wie kann man sich das erklären? Nun, das Licht hat eine bestimmte Größe. Und zwar kann man das vergleichen mit so einem Maßstab. Zum Beispiel hier diesen schönen Maßband, 20 cm, wieder eine Größe, die man sich im Haushalt, im allgemeinen Alltag sehr gut vorstellen kann. Wenn wir was messen wollen damit, wie ist das Kleinste, was wir damit messen können? Richtig, 20 cm. Alles, was kleiner ist, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, diese Karotte könnten wir messen. Bei dieser Karotte wäre es zum Beispiel schwierig. So. Genauso ist es mit dem Licht. Das Licht ist einfach zu groß, und zwar ist das Licht ungefähr 400 bis 800 Nanometer groß. Wir erinnern uns, Synapse 300 Nanometer ist so ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich noch eine Folie für Physiker, das heißt im Prinzip nur für dich, reingebaut, weil ich über Physik erzähle. Und zwar kann man das Ganze ganz einfach erklären. Und zwar trifft das Licht der Wellenlänge Lambda auf ein Spaltgitter, darauf wird es gebrochen durch die Linse, und es tritt dann durch dieses Medium entsprechend des Refraktionsindex, des einliegenden Inversionsmediums, im Einflussindex Alpha aus. Und wie wir alle wissen, bestimmt dieser Austragsmittel Alpha durch konstruktive Interferenz die Abbildung, die am Ende entsteht, und deswegen kann nichts kleiner sein, abzubilden, was dem Sinus Alpha der halben Wellenlänge entspricht. So. Für Physiker sollte das eigentlich kein Problem sein. Wer das jetzt nicht verstanden hat, für den habe ich es auch nochmal auf biologisch. Das ist jetzt der Ernst Abbe, der hat das nämlich mal aufgestellt, diese Formel. Und da wir Biologen immer an einem Experiment arbeiten, habe ich das so gleich mal vorbereitet. Erst einmal vielleicht zur Veranschaulichung. Wir haben Licht, das gucken wir uns an, das hat eine Wellenlänge, das macht einen Punkt. Soweit okay. Wir haben noch ein zweites Licht, Lichtpunkt, macht auch eine Wellenlänge, macht einen zweiten Punkt im Mikroskop. Jetzt ist die Auflösung definiert als die Distanz zwischen diesen beiden Punkten. Das heißt, wenn diese beiden Punkte sehr nah, zu nah aneinander dran sind, dann verschwinden die beiden Punkte auch und wir können die nicht mehr als einen Punkt sehen, einfach weil die Wellenlänge des Lichtes selber zu groß ist. Und das sagt der Abbe, Auflösung ist begrenzt dafür. Wir sind ungefähr bei 200 Nanometer, also 0,002 Millimeter, sehr klein. Als Vergleich dazu hier ein Haar. Nicht ganz maßstabsgetreu, aber im Prinzip sehr, sehr klein. Jetzt habe ich ein Experiment mitgebracht. Dazu brauche ich einen freiwilligen Jackie. Wie wär's denn mit dir? Hast du Lust? Ja. Ein Applaus bitte für unsere Moderatorin. Und zwar ist es wie folgt. Wenn wir nämlich uns was unser Mikroskop angucken, müsstest du dich einmal dorthin stellen, zu dem Computer. So. Wenn wir uns etwas Mikroskop ansuchen, machen wir das, was Physiker immer so gerne machen. Wir scheinen mit einem Laser drauf. Und wenn wir mit einem Laser auf ein Molekül strahlen, dann leuchtet das Molekül. Jackie, es ist unser Molekül. Bitte das einmal umhängen. Danke sehr. Dann habe ich auch noch was mitgebracht. Und zwar dieses hier. Ja. Ja, das einmal in die Hand nehmen. Und das einmal in die andere Hand nehmen. Genau. Jackie ist unser Molekül und das leuchtet jetzt einfach die ganze Zeit fröhlich vor sich hin, und das Problem ist jetzt einfach, das Ganze ist viel zu groß, weil wir können Jackie nur als ganzes Großes sehen. 400 Nanometer, wir sehen die Wellenlänge, die von ihr ausgehen, ist ein großer Punkt, wir sehen sie einfach unscharf, wir sehen im Mikroskop nicht ganz genau, was da eigentlich passiert. Wenn wir jetzt allerdings uns ein Hilfsmittel so nehmen, und zwar die Macht des Donuts, und einfach diesen Donut hier zum Beispiel nehmen, kannst du das auch noch feststellen? Einfach weg. So, dann sehen wir nur noch einen ganz kleinen Teil von ihr. Und zwar äußert sich das daran, dass wir im Prinzip dieses Licht überlagern mit einem zweiten Laserstrahl, der in dem Fall genau die Form eines Donuts hat, ein roter Donut. Und was dann nämlich passiert, ist, dass wir den effektiven Lichtpunkt, den wir am Ende sehen, von 200 Nanometer auf 20 Nanometer drücken können. Wir machen ihn viel kleiner und das Bild, was wir am Ende davon Jackie sehen, ist wesentlich schärfer. Dankeschön.
habe dir auch einen Donut mitgebracht als Dankeschön. Sie stimmt ja nicht ab, von daher ist es okay. Genau, das Ganze nennt sich dann STED-Mikroskopie, steht für Stimulated Emission Depletion. Das ist im Prinzip genau das, was da passiert. Erfunden wurde das Ganze übrigens lustigerweise von diesen beiden Herren, Stefan Hell und Thomas Klar. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist in der Tat so. Das ist ein Kollege von uns in Göttingen und der hat sogar letztes Jahr dafür diese Medaille umgehängt gekriegt. War ein großes Hallo, wie das immer so ist. Witzige Story am Rande, er ist auch Physiker, arbeitet in einem biologischen Institut und hat den Chemie-Nobelpreis gekriegt. So ganz gerne der Welt. Ja, einmal zusammengefasst, das Schema, die Macht des Donuts. Wir haben jetzt wieder unsere Welle von dem Lichtpunkt, die macht diesen einen Punkt im Mikroskop. Wir haben jetzt aber einen zweiten Laser, den wir auch noch da drauf halten, der hat im Prinzip die Form eines Donuts. Und dieser Donut überlagert diesen Punkt und was wir da rausbringen, ist effektiv ein kleiner Punkt und damit können wir ganz viel mehr Details abbilden. Das sieht im Mikroskop jetzt so aus, das ist genau ein Bild, was ich selber gemacht habe von diesen Neuronen. Das ist ein Bild nach der traditionellen Formel, also dx ist gleich Lambda durch 2 Sinus Alpha, diese brechungsbegrenzte Physikerzeug. Und das Ganze sieht dann unter dem STED-Mikroskop folgendermaßen aus. Achtung! Boah, ich zeig's mir mal, also ich finde das total cool, ich zeig's einfach nochmal. Vorher mit STED. Genau, was bringt uns das Ganze jetzt von Synapsen? Wir sind im Prinzip die 300 Nanometer und ich bin eigentlich auch schon fertig. Keine Grenze mehr, wir können jetzt Sachen angucken, die noch wesentlich kleiner sind, nämlich die ganzen kleinen Moleküle in der Synapse, die ganzen einzelnen Bestandteile beim Abbilden für das Gehirn, können daraus Rückschlüsse ziehen und haben gelernt, Size Matters. Vielen Dank. Applaus.